Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Heute gibt es mal was für die Leute, die die PlayStation Darts Serie so feiern, denn ich habe im Store der Nintendo Switch nachgeschaut und habe dort tatsächlich zwei Dart Games gefunden und die schauen wir uns heute mal genauer an, das heißt heute Darts auf der Switch. Ich kann schon mal einen kleinen Teaser geben, ich habe die Games schon mit Kollegen und so gezockt, gerade auch mit Leuten, die ich vom Darts kenne und die Spiele sind schon sehr, sehr merkwürdig. Was nicht merkwürdig ist, ist das neue Marcel Scorpion Starter Pack, wirklich für Anfänger mit zwei Sets meiner Brass Darts und einem McKicksport. Wer das gerne mal abchecken will, guckt in der Videobeschreibung vorbei, das ist wirklich komplett basic für Anfänger und wer sonst Dart-Artikel sucht, wie zum Beispiel mein aktuelles Setup hier, der Marcel House Otter Dart von D-Puls. Ich spiele aktuell Kite Flights und es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen, Leute. Der findet die natürlich auch in der Beschreibung, so wie alles andere aus unserem Shop. So. So Leute, kommen wir zum ersten Spiel. Das Interessante bei dem Spiel ist, man kann hier sogar ja, einstellen, ich mache das gerade, ein Spieler, Doppel-Out, natürlich 501 Punkte, ist ja ganz klar. So, ich bin mal ganz entspannt dieser Typ hier spielen. Und jetzt wird's witzig, Leute, denn ich habe mit meinen Kollegen einen Bug in dem Spiel rausgefunden. Man steuert das Spiel eigentlich so, dass ich mit dieser Fernbedienung hier, ihr seht, hoch, runter und mit dieser hier werfe ich dann einfach, indem ich den Stick nach vorne bewege. Aber wir haben das rausgefunden. Und zwar, wenn man neu kalibriert, dann ist man immer auf der Mitte und trifft Bullseye. Bullseye. Aber manchmal bekommt man auch Bouncer. Gucken wir mal. Bullseye. Ah, aber sind wieder drin und... Fail. Ah, seht ihr, da wurden auch Bouncer reingemacht. Aber wir spielen das Spiel heute mal richtig, sodass ich jetzt steuern und werfen muss. So, gucken, wie viel Darts wir für dieses Leg brauchen. Also ihr müsst euch vorstellen, das Segment... Triple. Ah, alles klar, Digga. Das Segment, was ich treffen will, muss in der Bildschirmmitte sein. Deswegen muss man das ganz gut abschätzen. Ich würde sagen, ich gehe mal hier auf die 19 runter. Ah. Ah. Oh Gott, wo könnte sie sein? Hier. Ach, man kennt ihn doch, Freunde. Der Boss ist da. Okay, so. Jetzt gehen wir hier. Also ihr seht, mit der steuere ich hier hoch, runter. Okay. Komm, wir bleiben auf der 19. Was? Das war ein Single 19? Alles klar, Digga. Okay. Den haben wir alle im Single gesehen, würde ich sagen. Okay. 265, deswegen natürlich der Weg. Schade, dass wir nicht gegen den Bot spielen. Ich guck mal die anderen Spielmodi gleich nach. Jawohl, okay. Wir Finish-Bereich stellen wir uns auf jeden Fall jetzt. Okay, 208 Punkte. Okay, noch eine 19 für 170 Rest. Ich mach mal ein bisschen safe. Triple. Oh, das ist natürlich ein Triple. Ah, das sieht man hier sehr gut, wie das ein Triple war. Okay, 132 Rest. 132 Rest. Bullseye. Bullseye. Fail. Nein, er gönnt mir nicht. Okay, dann gehe ich jetzt auf 14 rüber. Ja, Leute, Tops steht. Let's go. Man merkt schon, ich habe in dem Spiel schon so ein bisschen Erfahrung, weil ich halt das öfter mal gezockt habe mit Kollegen. So, Tops zum 13-Data ist es, glaube ich, dann, oder? Ja, Leute, man kennt ihn doch. Zack, zack. Gibt es hier noch Combo? Das könnte Combo sein. Ein Spieler, drei Runden. Gucken wir mal. Ich bin wieder der Typ. Ich mache auch so, dass ihr das hier auch seht, was ich hier mache. So, wir gehen erstmal eine 180 reinballern, würde ich sagen. Ah, guter Marker. Triple. Jawohl, schön draufgelegt. Wie Taylor, besser geht's nicht, Freunde. Besser drauflegen. Komm, gehen wir auf 19. Och, Mann. Ja, und jetzt, was passiert jetzt? Ich habe jetzt 99 geworfen. Und jetzt, was passiert? Ja, wow, ist ja ein toller Modus. Ist ja genau das Gleiche. Langweilig. Verlassen. Und um ehrlich zu sein, Leute, das hier ist schon das gute Spiel. Das ist viel besser als das andere. Das sage ich euch so, wie es ist. Lass mal versuchen, einen neuen Data zu spielen. Komm. Double out. 501. Okay, jetzt. Wir versuchen jetzt den neuen Data. Okay. Triple. Jawohl, okay. Wir sind drin mit dem ersten. Okay, komm. Erstmal der arrogante 171er Weg zum Anfang. Triple.
Ja, okay, perfekt. 171. Ach ja, das Bullseye zählt in dem Spiel nicht als Doppel. Fragt nicht warum. Ja, jetzt muss ich schon 180 versuchen, ganz ehrlich. Okay, wir sind noch drin. Als ob ich jetzt beim First Try schaffe. Jawohl, 156 Rest noch 6 Darts. Come on. Come on. Treble 20. Can he do it? Triple 20, 36 left for the 9th dart finish. Okay, Marcel, come on. Double out. That game shot in the first leg. Let's go, 9er. Ach ja, Leute, ihr seht, das ist so eine kleine, aber feine Spielerei. So, und jetzt kommen wir mal zu dem anderen Spiel. Das andere Spiel heißt einfach nur Darts. Das eben hieß Darts Up. Und man sieht hier die Grafik. Es sieht gar nicht so schlecht aus, so finde ich. Aber was jetzt auf einen wartet, Leute, das ist kein gutes Dartspiel. Das sind keine lecker Darts. Ein Player. Hier gibt es wenigstens einen Bot. So, und jetzt wird es ganz interessant, weil hier, ich glaube, es reicht, wenn ich mit einem spiele. Hier ist es jetzt folgendermaßen. Es ist nicht mehr mit so steuern, sondern ich muss den Dart ausrichten. Er dreht sich aber völlig random selber. Das Setup kann man sich, by the way, aussuchen. Das können wir ja einmal anschauen. Also, ihr seht hier, Board Colors lasse ich natürlich so. Und das Dart-Setup, ja, könnte man jetzt zum Beispiel irgendwie hier so vielleicht machen. Aber hier mit dem Robster-mäßigen Flight am Start. Ja, Gegner-Flight lassen wir mal so. Und jetzt muss ich hier irgendwie ausrichten. Und dann fängt er an, so komisch zu shaken. Guckt, warte. Guck. Uiui, 9 Punkte. Und da hat das Game auch völlig random keinen Sound. Und man hat nur 15 Runden, also 45 Darts für einen Lag. Und Leute, das haben wir bisher noch nicht geschafft, weil das so random ist. Guck mal, wo der hinfliegt. Hat überhaupt keine Kontrolle, Alter. Oh mein Gott. Okay, gleich kommt der Bot dann auch. Und der Bot macht auch ganz wilde Sachen. Ganz, ganz wild. Guck mal, ich kann mir nicht mal aussuchen, dass er sich ausrichten soll. Hallo, ich will nicht so schräg. Ja, super. Dann gehen wir jetzt hier ganz entspannt für 23 Punkte. In dem Game eben kann man 9 Data werfen. Jetzt guck mal, was der Bot macht. So, jetzt ist der Bot dran. Alles klar, der erste erstmal gegen die Wand. Sehr gut. Ja, die Triple 2 nimmt er noch mit. Also Leute, das wird hier ein ganz, ganz leckeres Dartspiel. Das verspreche ich euch. Und die 16. Oh, und jetzt, ich führe noch mit einem Punkt. Okay, das ist gut. Also wenn wir dieses Leck schaffen, dann, das können wir gar nicht schaffen. Oh, lecker Darts. Okay, eine 18 nehme ich all day. Ich glaube, ich gehe unten links ins Hausfraueneck. So hat man sich damals, by the way, gefühlt, als man noch nie ein Dart geworfen hat. Dieses völlige Streuen. Ay, komm, ey. Dann beweg dich doch mal, du komischer Dart. Guck mal. Keine Ahnung. Jawohl, hier 12, 30 Punkte auf da. Yo, er trifft die Doppel-10. Alles klar. Ey, guck mal, wie er daneben wirft. Und trotzdem führt er. Ey, Leute, das ist so. Ich weiß nicht, wie man hier vernünftig zielen soll. Guck mal, er zielt jetzt voll nach darüber. Und hier zielt er aber schon so mit. Also irgendwie hier so. Es macht doch gar keinen Sinn. Jawohl, jawohl, eine 2. Jawohl, oh, die Triple 14, sehr gut. Okay, wir sind jetzt nach 9 Darts, könnten wir es unter 400 schaffen? Jawohl, 384 nach 9 Darts, okay, das könnte möglich sein. Aber wie soll man am Ende doppelt treffen, das weiß ich nicht. Ja, die 8, die lacht. Wir müssen, ihr seht unten rechts, das ist das Brutalste. Das ist kein Ende, dass man es nicht mal zu Ende spielt. Oh Gott, er war schon wieder so hoch. Spielen kann. Das wird hier ewig dauern, Leute. Also ich werde jetzt hier nicht das ganze Spiel reinschneiden. Das wird ja wirklich... Komm, Triple 19 mal. Doppel 19, come on. Sehr gut. Ja, er trifft die... Angeblich trifft er die Triple 15. Und jetzt mal wieder mal Sound, mal kein Sound. Das, bitte erklär's mir jemand, ey. Ja, die 16, perfekt. Er weiß auch nicht genau, auf was er wirft, glaube ich. Ja, wir brauchen jetzt mal ein paar dickere Scores. Und das ist halt absolut Zufall, was hier passiert. Was ist denn, wenn ich einfach hier rechts stehe? Vielleicht kann man das ja so als Marker benutzen.
Ja, natürlich wirft er ihn dann nach rechts. Danke für gar nichts, Mann. Oh, das ist eine Single 5. Also auf die 20 brauchen wir hier gar nicht werfen. Ich versuche ja sogar gerade links unten hinzuwerfen. Ey, wie zielt der? Ja, okay. Eine 9. Okay, wir kommen wenigstens jetzt, wenn es gut läuft, kommen. Wir versuchen es unter die... Also die ganze Ecke würde bedeuten, dass wir es unter die Dingens schaffen. Oh, 18. Zwar wo ganz anders hin, aber gut, 290 Rest. Okay, wir sind 54 Punkte hinten. Wir sind in der 7. Aufnahme von 15 möglichen. Die 18, die ist gut. Und die Triple 7. Okay, das war eine stabile Aufnahme, das war sehr gut. Komm, jetzt Finish-Bereich versuchen. Hoffen, kneten, beten jetzt. 14, okay. Die 0 steht. Jetzt noch den 100er-Wechsel vollziehen und dann läuft's. Okay, die 12. Okay, komm. Eine Single 18 für 170. Ja, die 18 hat er. Die 18 hat er. Die hat er. Okay, 145 Punkte hat er Rest. Oh, er spielt die Doppel 16 für 113 Rest. Er trifft die 17 für 96. Kann sich jetzt schon ein Dart-Finish stellen. 170 Rest. Oh, Single Bull. Nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. Oh, Triple 11. 112 Rest. Ich gebe richtig Gas. Das ist auf jeden Fall das beste Leck, was ich je gespielt habe in dem Spiel. Und nochmal die 4. Okay, wir haben 108 Rest. Er hat 79 Rest. Okay. Er wirft nicht viele Punkte. 108 Rest. Okay, komm. 108 Rest. Ich steuere das hier ganz wild. Hey, schon. Okay, 5. Es geht nicht mehr. Oh Mann. 103. Okay, 103. Müssen uns irgendwas stellen. Ich werde einfach mal drauf. Oh, die 5. Okay, Triple 20 für Doppel 19. Wahrscheinlich treibe ich jetzt eine Triple 20. Ja, oder eine 5. Okay, 93 spiele ich aber in Real Life sehr gerne. Okay, 58 bei ihm. Das Gute ist, er geht nicht auf die 18. Er macht irgendwas. Das weiß ich vom letzten Mal schon. Wir haben jetzt jeweils nur noch 12, 13. Wir haben 4 Runden noch Zeit, es zu checken. Er stellt sich immer noch kein Finish. Er hat noch keinen Dart auf Doppel geworfen. 41 Rest bei ihm. Was wird er sich stellen? Er wirft natürlich die Triple 3, ja, die Triple 3 für Doppel 16. Okay, komm Marcel. Ach Gott, das war so die Nervosität. Oh, war der knapp. Der war so, das war der beste Dart, den ich in dem Spiel jemals geworfen habe. Ja, okay, 63 steht, hoffen, kneten, beten, dass er jetzt nicht durch... Dass er Doppel 16 hat, macht mir Angst, weil er wirft ja nicht direkt drauf. Er macht ja eh irgendwas. Ja. Einfach gebastet, oder? Er ist nochmal dran. Das sind aber neue Regeln. Jetzt hat er sich Doppel 15 gestellt. Doppel 15 bei ihm. Und er bastelt sich wieder. Triple 17, 2 Triple 17. Alles klar. Okay, 63. Der klassische Marcel-Weg. Ihr kennt ihn. Single Bull, Doppel 19. Oder auch 12, 19, Doppel 16. Natürlich 11 für Tops war Absicht. Und jetzt habe ich das erste Mal die Chance. Ich habe nur noch jetzt diese Aufnahmen, dann noch 2 Aufnahmen Zeit, das erste Mal ein Leck zu gewinnen. Oh nein, was war das? Oh mein Gott. Okay, er hat wieder Doppel 15. Weiß das überhaupt? Er geht wieder auf 17. Er bleibt der 17 treu. Warum auch immer. Er hat 13 Rest. Ich wüsste nicht mehr, ob man auf Single Out spielen könnte, um ehrlich zu sein. Er bastelt sich hier mit jedem Dart. Er wirft immer Triple 17. 39 Rest. Klassisch. Erstmal hier unten alle irgendwas Ungerades treffen. Ja, zum Beispiel die 4. 35, auch klassisch, hier unten 19 und 3. Oder auch die 10. Ech, mei, Leute, das ist auch alles scheiße hier. 9 Punkte Rest, ich krieg zu viel. Das war meine vorletzte Aufnahme. Ich habe noch eine Aufnahme. Er bastelt sich wieder, aber er darf weiterspielen. Es interessiert den Schiedsrichter heute nicht, was hier passiert. Ich glaube, wir können Single Out versuchen. Wir probieren das jetzt. Wir probieren es jetzt. Das ist die einzige Chance. Wir müssen irgendwie die 9 treffen. Oh, es war ein Bust, aber zählt ja nicht zum Glück.
Oh, der war so knapp. Der war so knapp. Come on, letzter Dart jetzt. Auf da. Hoffen, kneten, beten. Okay, alles klar. Jetzt ist das Spiel vorbei. Er hat noch 3 Darts. Wäre witzig, wenn er jetzt checkt. Wahrscheinlich über die Triple 2. Er bastelt, er geht so straight auf die 17, Leute. Hey Leute, wie sieht's sonst aus? Schaut ihr euch aktuell die Super Series an? Also ich gucke sie mir natürlich an. Jetzt gerade nehme ich auf nach dem ersten Tag, an dem Joe Cullen das Turnier gewonnen hat. Gratulation auf jeden Fall. Und das Spiel endet jetzt hier und ich habe sogar verloren, weil ich 9 Rest habe und er 6. Wenn ihr auch aktuell schaut, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Es war ein bisschen was anderes. Wenn ja, lasst mir gerne eine Bewertung da. Haut rein, bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts und ciao.